Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüss. Willkommen back zu einem neuen Video und heute machen wir eine Nicht-Lachen-Challenge. Ich dachte mir, hey, die letzte war schon lange her und diese soll anscheinend sehr hart sein, wie ihr hier im Titel sehen könnt. Try not to laugh challenge hard. Also quasi, es wird anscheinend sehr hart sein, nicht zu lachen. Was aber okay ist, ich bin gut im Nicht-Lachen. Aber ja, ihr könnt natürlich gerne mitmachen und gucken, ob ihr es schafft, nicht zu lachen, denn im Endeffekt, jeder kennt eine Nicht-Lachen-Challenge, okay? Jeder weiß, um was es hier geht. Lach einfach nicht und... Lach einfach nicht, okay? Egal, was du tust, lach einfach nicht. Hey, und lass mich wissen, ob ihr mehr von diesen kleinen Challenges sehen wollt, weil ich meine, die machen ziemlich viel Spaß, okay? Das ist meine Abwechslung zu dem ganzen Gaming-Gedöns. Also, ich hoffe, du bist bereit, okay? Wärmen wir unsere Schultern auf. Ich habe keine Ahnung, ob man so die Schultern aufwärmt, ehrlich gesagt. Einmal kurz den... Okay, ich glaube, ich bin bereit für den Nicht-Lachen-Challenge, Leute. Let's go. Okay. Also grinsen zählt nicht, okay? Also ich darf grinsen, oder? Es ist ja nicht Lachen-Challenge. Ich darf grinsen. Das ist so dumm, dass es irgendwie lustig ist, aber ich lache nicht, also... Ich weiß nicht, wieso. Ich finde seine Zunge irgendwie witzig. Okay, okay, das war ein Spaß. Oh, Mario Kart, das kann frustrierend sein. Eieiei. Zweimal von roten Panzer getroffen werden, ist frustrierend. Oh. Ich wäre jetzt schon ausgerastet, okay? Jetzt wäre ich ausgerastet, definitiv. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es kann nicht mehr schlimmer... Oh doch, es kann... Das ist einer der frustrierendsten Sachen, die passieren kann, wenn du dieses Spiel spielst. Das zählt nicht, okay? Das zählt jetzt wirklich nicht. Das war keine Lache. Okay, weiter geht's. Oh, er hat... okay, er kann weiterfahren. Und kommt wahrscheinlich das Letzte an. Meine Damen und Herren, Donald Trump und der Nase. Okay, das war irgendwie ein bisschen witzig. Aber ich habe nicht gelacht. Oh, die Spitze kenne ich. Die Spitze kenne ich. Aber das sollte normalerweise nicht passieren, wenn man den Finger reinsteckt. Hey Ron. Hey Billy. That hurt. Okay. Sorry, es war zu witzig. Zum einen, ich kenne den Clip bereits, aber er kommt von oben runtergeflogen. Und dann sagt der eine, hey Robbie oder wie auch immer heißt. Er sagt, hey, hey Bob oder keine Ahnung, wie der andere hieß. Und das hat wehgetan. Ich weiß nicht, es war einfach witzig, okay? Ich kannte den Clip sogar. Oh mein Gott, okay. Zweimal einmal die einrennen, Mann. Etwas ganz Normales sieht man jeden Tag, Leute. 100 Puh. Was war? Warte mal, was war da? Mach den Clip weg, bitte. Mach den Clip weg. Okay, was war im Hintergrund? War das ein Auto? Das war ein Auto, ne? Ach so. Es ist einfach super nass. Oh, das kenne ich. Ich kenne das. Ah, das ist... Ja, okay, den Clip kennt ihr da, oder? Ah, okay. Er hat Autoschuhe reingemacht. Was ist das? Oh, damn. Okay, das war keine Lache. Was war mit sich? Einer dieser Menschen, die Musik so richtig laut hören müssen, um sie zu fühlen, wortwörtlich. Oh hey, kleiner Mann. Ich weiß nicht, wieso das witzig war. Es war einfach witzig, so als würde die Kröte einem mitteilen wollen, hey, ich hasse das, dass du mich gerade so betatscht. Ich hasse das wortwörtlich, okay? Ich hasse es. I do not associate with... Oh, damn. Das sieht cool aus. Adam. Er hat alles zerstört. Adam, wie kannst du nur? Yoga, okay. Ich weiß nicht, zum Schluss war das schon noch ein bisschen witzig. Bist du okay? Ne, ich glaube, der ist nicht okay, Leute. Damn, nein, keine Musik. Episch. Okay, was geschieht da?
Hä, was soll das sein? Ah, okay. Wo sieht man sowas? In welchen Straßen sieht man sowas? Wer macht das? Jetzt mal ehrlich, stell dich mal vor, ihr fährt auf der Autobahn und jemand macht sowas. Das ist so merkwürdig. Das ist einfach nur merkwürdig. Miau! Was zum Teufel? Oh mein Gott, ich. Damn! Oh, das ist fake! Was zum Teufel? Ich bin halt so verstört in meinem Leben. Bitte mach es endet. Oh mein Gott! Irgendwie ist es cool. I got some real shit for y'all. Y'all motherfuckers been waiting a long time for this motherfucker. Mega faggot! Okay. Das wird ein guter Film, hundertprozentig. Yeah! Na, na, na. Er hat selbst aufgenommen. Er hat es aufgenommen. Ich würde es nicht veröffentlichen, wenn ich er wäre. Was tut sie da? Hör auf. Okay. Das hat sie bestimmt aufgeregt. Jesus is the bread. Was hat sie gesagt? Jesus ist was? Jesus is the bread. Jesus ist ein Brot? Ja, das ist er bestimmt. You know what? I'm about what to the say frick? Okay. I don't care that you broke your elbow. Er hat gesagt, ihn juckt es nicht, dass er seinen Ellenbogen gebrochen hat. Wie? Dich juckt es nicht. Okay, mich auch nicht. Oh wow. Ich glaube, das gehört da nicht hin, oder? Was zum Teufel? Ich weiß nicht wieso, ich find's witzig, wenn sich Kinder verletzen, es tut mir leid. Ah, das kenn ich, das kenn ich, das kenn ich. Das kenn ich bereits, sorry buddy. Das kenn ich nicht. Macht die Waschmaschine da... Was macht die Waschmaschine? Ich weiß nicht wieso, ich wollte gerade sagen, erzeugt die Waschmaschine Strom, das würde aber keinen Sinn ergeben. Oh, wow. Okay, das war cool, das war ziemlich cool. Ich meine, wenn ihr eine Waschmaschine habt, die ihr nicht mehr benutzen wollt, dann wisst ihr, was ihr damit machen könnt. Aber ich glaube, niemand hat eine Waschmaschine einfach so da stehen, richtig? Ist das ein Rant? Oh mein Gott. Warte mal, das war ein Rennen zwischen Auto und Boot, oder? Ich glaube ja. Und ich glaube, das Boot hat gewonnen. Ganz knapp, aber es hat gewonnen. Ach ja, und der eine Besitzer des Autos, was ins Wasser gefallen ist, wird nicht zufrieden sein, wenn er zurückkommt. Das kann nicht schief gehen, oder? Okay, warte mal. Ich muss es nochmal sehen, der Clip. Ich weiß nicht wieso. Der ist so random einfach. Das ist so random, weil ein ganz gewöhnlicher Tag, nichts kann schief gehen und dann kommt einer mit dem Roller, ja, fährt gegen die Glasscheibe. Michael Jordan, stop it. Get some help. You know, I could have sworn I heard something out there. What the heck is that? What the frick? Oh no, there it is, there it is, there it is. Linda Carson, ABC7, would you not eat my pants? Verdient! Ah, das kenne ich. Das kenne ich von irgendwo. Ah, das Furzkissen, ein riesiges, naja, ja, klar. Ey, sorry, ich hab die Katze einfach vergessen. Ich kannte den Clip sogar. Oh mein Gott, ich hab die Katze vergessen. Wieso habe ich mir nicht gemerkt, dass die Katze mich dann auch noch so dumm anguckt? Remy, sit. Ah. Speak. Good boy. Mann! Wieso erwarte ich das nicht? Sorry. Das ist ja witzig.
Ich mach mit! Ich mach mit! Okay, ich hör auf. I'm gay. Das glaube ich. No, thank you. I take it back. Like my man. Alter, das ist halt das Ding. So, manche Kinder sind so überreif, dass sie sagen, nein, ich trinke meinen Kaffee schwarz. Oder keine Ahnung, was sie da, oder keine Ahnung, was, ob sie jetzt Kaffee oder Tee getrunken hat. Aber so, die war so überreif, ne, in diesem Alter so. Die war 12, okay? Mit 12 spielen wir noch mit Barbies. Aber ne, obwohl heutzutage nicht mehr. Heutzutage spielt man mit 12 nicht mehr mit Barbies, okay? Heutzutage spielt man mit 12 mit Make-up. Was kann hier schief gehen? Keiner weiß es. Das war wortwörtlich ich, als ich 11 war. Hundertprozentig, ohne Scheiß. Okay. Was soll schief gehen? Oh mein Gott, das war so random. Ich kenne den Clip sogar. Ich kenne den Clip sogar. Wieso lache ich da? Do you like squeaky toys? Ja, doch, den kenne ich auch, Den kenne ich nicht. Dieser Blick. Call me ugly. I said, bitch, where? She said, under all that makeup. I said, bitch, where? Wieso war das witzig? Wieso war das witzig? I said, bitch, where? America is great because America is good. Amerika ist toll, weil Amerika gut ist. Hundertprozentig. Wow. Wow. Ich habe erst realisiert, was der Skorpioner tut. Das war geil. Zum Teufel. Okay, jetzt bin ich im Lachjeep. Das kann nicht sein. Ich dachte über jede Scheiße jetzt, ey. Oh mein Gott, okay. Das war witzig. Das war auf jeden Fall witzig. Ich weiß nicht wieso. Es war, wenn man einmal im Lachtrieb ist, ist man im Lachtrieb, Leute. Aber nur Leute, das war super interessant. Es war super witzig. Ich meine, für mehr Challenges. Ich habe mir überlegt, ob ich mir eine Art, naja, wie soll ich sagen, Reddit-Seite erstelle, wo ihr mir, ja, Sachen posten könnt, quasi, auf die ich dann reagiere, quasi. Also, wo ihr quasi mitmachen könnt, ihr könnt was posten und ich reagiere auf die Sachen, die ihr postet. Aber man kann erst eine Reddit-Seite erstellen, wenn man da aktiv ist und ich will nicht aktiv sein bei Reddit. Irgendwie auch immer. Aber das war's für das Video. Für mehr Nicht-Lachen-Challenges, lasst es noch oben da. Falls du es ein bisschen geschafft hast, schreibe Lachflash in die Kommentare und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye! Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts, also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!